Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind jetzt gerade wieder in Tatooine angekommen, in der Kantina, und wollen jetzt ein paar Quests hier abgeben. Unter anderem hier die Mos Eisley Angriffspläne deponieren, die wir ja in der einen Bonusmission schon erledigt haben. Und hier können wir dann auch gleich noch ein paar weitere abgeben. Fangen wir erstmal hiermit an. Ja, gibt natürlich ein paar Credits und vor allen Dingen Erfahrungspunkte. Stufe 80 ist jetzt hier das Endlevel in Star Wars The Old Republic durch das neue Update Legacy of the Sith. Sprechen wir mal mit Darth Sylta. Was stimmt nicht, Hale? Ich spüre eure Angst. Verzeiht, mein Lord, ich muss an die Zeit auf Sios denken, als ich lebendig begraben wurde. Das ist gut. Nutzt diese Angst, Hale. Lasst euch von ihr antreiben. Ah, habt ihr uns die Droidenhirne gebracht? Die Aufgabe ist erledigt. Ich habe, worum ich gebeten wurde. Ich spüre, wir werden zusammen unglaubliche Dinge erleben. Jerkas Entdeckung ist irgendwo da draußen und lässt die Macht erbeben. Beginnen wir mit der Analyse der Verbohirne. Kyla? Beim Löschen des Speichers wurden alte Dateien zerstört. Aber anscheinend haben die Söhne von Pallava die Droiden von Yavas erworben. In Ordnung. Dann sind die Yavas wohl unsere nächste Spur zur Checker-Basis. Yavas? Was ist ein Yava? Die Yavas sind eine der einheimischen Spezies hier. Primitive Meister von Maschinen. Sie überschwemmen die Handelssaison wie Ratten, verkaufen Droidenteile und Generatoren und kehren dann in die Wüste zurück. In meinen Träumen sehe ich eine Gruppe, die im Ödland nahe der Stadt zurückgeblieben ist. Findet sie. Ich muss meditieren. Die Yavas werden nicht entkommen. Ich werde sie durch Feuer und Staub verfolgen. Ja, kein Wilder könnte einem Sith wie euch entkommen. Zeig die Verbohirne den Yavas. Vielleicht können sie deren Ursprung feststellen. Sie haben sicher keine Aufzeichnung, aber sie sind schlau. Viel Glück auf der Jagd. Sorgt dafür, dass ihr nicht dehydriert. Und seid vorsichtig. Na klar, wir als mächtiger Sith sind in der Wüste unterwegs und dehydrieren. Dafür hätten wir eben schon den Kopf abschlagen müssen. So Leute, einmal hier runter zu dem Markt. Dann können wir auch gleich noch die Demicode-Seide kaufen, die wir hier für unseren Beruf ja brauchen. Ich schau mal kurz. Hier, da kaufen wir dann einfach mal ein paar. Also ihr seht ja schon, altes Artefaktfragment haben wir 198 und von den Kristallen 425. Da haben wir auf jeden Fall genug. Nur nicht von dieser Demicod-Seite, da ist sie schon. Lass uns mal 500 kaufen. Warum kann ich denn hier nichts eingeben jetzt? Achso, muss ich hier unten wahrscheinlich. Ja, machen wir 451, passt schon. 67.000 Credits haben wir ja auf jeden Fall da, also alles kein Problem. Und genau, dann würde ich hier vorne schon mal die Quest wieder abgeben. Was haben wir denn hier noch? Spezialgüter, da können wir mal reinschauen. Was hat er denn Schönes? Ein Lichtschwert des üblen Kampfausbilders. Schwert des finsteren Zerebralkampfs. Und eine Vibro-Klinge. Erfordert Stufe 28. Wird beim Aufnehmen gebunden. Schade. Ich dachte, wir können die beiden mal aufkaufen und vielleicht im Auktionshaus reinstellen. Gut. Ah, ich muss euch für eure Arbeit an der Java-Kommunikation danken. Die Wanzen sind platziert und empfangen bereits. Wenn die Javas eine Rebellion planen, erfahren wir sofort davon. Ich nehme an, den Entschlüsselungscode zu finden, war kein Problem für euch. Nein, ich habe ihn hier. Mal sehen, ob das eure Theorien bestätigt. Lasst mich den Code unserem Überwachungsteam übermitteln.
Ah, ja. Die Javas reden von Trägern des Geistes, die die Magie ihrer Schamanen besitzen. Ich nehme an, sie meinen die Macht. Ihre Jungen gehen zu einem geheimen Trainingslager, um dort die Schamanenmagie zu lernen. Dort bauen sie eine Armee auf. Wir müssen sie aufhalten. Diese Schamanen, die die Armeen ausbildet. Wir müssen sie in Gewahrsam nehmen, sie untersuchen, mehr über sie erfahren. Reden wir über den Preis. Und was habe ich davon? Ich versichere euch, eure Hilfe wird nicht ohne Lohn bleiben. Bitte bringt sie lebend. Die Sith müssen sie beobachten, wie sie die Macht einsetzt. Ihre Leiche hilft ihnen da wenig. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr dafür sorgt. Keine Sorge. Ich werde diese sogenannte Schamanin jagen. Euer Enthusiasmus ist bewundernswert. Aber ich würde nicht vorschlagen, einen Machtanwender einzufangen, ohne die Mittel, sie festzuhalten. Die Kolonie wurde letztlich vom Besuch eines Lords der Sith, Lord Bero, beglückt. Sie ist bekannt dafür, Jedi gefasst zu haben. Bittet sie um Hilfe. Ich sage ihr, dass sie euch erwarten soll. Ja, mit der können wir uns auf jeden Fall mal kurz schließen. Vielleicht hat die ja den einen oder anderen Tipp für uns. Hier hinten sollen wir auf jeden Fall mit dir sprechen, die Schamanen. Ja, lass uns doch mal gucken, dass wir hier vielleicht von diesen Dingern dann welche herstellen. Einmal können wir hier unseren Druiden mal losschicken und Wett kann auch ein bisschen was tun. Ja, je mehr dran arbeiten, desto schneller geht unser Beruf auch hoch. Werden wir mit der Zeit immer mal ein bisschen voranbringen. So, hier ist Lord Baro. Ah, natürlich. Hallo. Ihr müsst der kluge junge Sith sein, den ich erwarte. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass ihr in eine Mission dieser Art einwilligt. Die Vorstellung, dass ein Java, der niedrigste Abschaum unter den Fremdlingen, die nötige Disziplin hat, um mit der Macht umzugehen, ist äußerst beleidigend. Diese Java-Schamanen sind einfach nur Scharlatane, die Leichtgläubige mit ihrer Show beeindrucken. Wenn es jedoch wahr wäre... Wären sie eine Bedrohung? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, sie zu jagen. Nein, es ist möglich, dass diese Angelegenheit im ganzen Imperium zu Chaos führt. Stellt euch vor, niemand würde mehr die Macht der Sith respektieren. Stellt euch vor, sie würden glauben, dass der einfachste Sklave mit den gleichen Kräften umgehen kann. Zum Schutz des Imperiums muss die Macht unbedingt ein Mysterium bleiben. In den Händen der Elite, nicht von Javas. Was würdet ihr also tun? Wir sollen also jegliche Bedrohung, die von ihnen ausgeht, einfach ignorieren? Ganz im Gegenteil. Ich werde euch bei Commander Vilos Auftrag helfen, aber nur, weil ich erwarte, dass ihr eure Ziele ändert. Sucht dieses Ausbildungslager der Javas, findet die Schamanen, aber tötet sie und alle anderen Machtanwender, die ihr findet. Bringt Commander Vilos einen gewöhnlichen Java-Krieger und erzählt ihm, er sei die Schamanen. Alle Studien werden dann eindeutig beweisen, dass Javas keine Verbindung zur Macht haben. Ja, mein Lord. Ich werde euch helfen, die Macht der Sith zu bewahren. Ich danke euch für eure Loyalität. Ich habe diese Ketten selbst geschmiedet, um Jedi festzuhalten und sie von der Macht zu trennen. Wenn ihr sie benutzt, wird die Bedrohung durch diese Schamanen umso größer erscheinen. Achtet nur darauf, welchem Java ihr sie anlegt. Ja, alles für das Imperium. Machen wir natürlich. Ja, jetzt geht's weiter zu dem... Fährentaxi, da hatten wir ja auch einen Auftrag angenommen. Und kurz daneben müssen wir dann in den nächsten Bereich fliegen, wenn wir die abgegeben haben. So, wie sieht's hier aus? Wird gemacht. Überlassen Sie nochmal aktualisieren. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Was haben wir denn hier noch für einen Händler? Stimhändler und Gleiterhändler.
Ja, Gleiter könnt ihr natürlich hier auch bei normalen Händlern einfach kaufen. Haben wir ja oft Rum und Kars auch schon eingesehen. Hier stehen die paar zur Auswahl. Könnte man sich hier holen, aber wir haben ja einen. Nehmt euch ein Beispiel, Jungs. So sieht Erfolg aus. Eine ganze Exchange-Operation am Boden zerstört. Ich hoffe, eure Leistung wird sie inspirieren, ihre eigene Arbeit wenigstens halb so gut zu verrichten. Vielleicht bezahlt ihr mich jetzt auch. Dann bleibt nur noch meine Bezahlung. Was? Ich... Ja, natürlich. Nehmt dies mit meinem ergebensten Dank. Dank eurer Arbeit steht unser Imperium jetzt viel besser da. Lebt wohl. Ja, geht doch. So, Leute, und dann wollen wir hier mal losfliegen. Alle autorisierten Ziele an. Schauen wir hier nochmal kurz. Hier gibt es doch noch ein paar Sachen, die wir jetzt zu erledigen haben. Gut, dass wir noch nicht losgeflogen sind. Da müssen wir dann doch nochmal ein bisschen Zeit verbringen. Einmal hier die Schamanen, die sollen wir ja finden und töten. Und Meister der Wüstenmaschinen. Da müssen wir dann auch nochmal hin. Ja, machen wir beides nochmal. Und ja, ihr seht ja schon, wie groß die Karte hier noch ist. Also da haben wir noch einiges zu entdecken. Tatooine ist eigentlich ein recht schöner Planet, finde ich. Hat mir mal Spaß gemacht, hier zu questen. Nar Shaddaa war ja einer, wo ich das immer nicht so ganz gerne gemacht habe. Aber den haben wir ja auch schon hinter uns. So, Creditkasten, Stufe 3. Sehr schön. Ja, vermutlich gibt es hier eine Bonus-Quest. Müssen wir mal schauen. Ich habe mit einem schwierigeren Kampf gerechnet. Nee, doch noch nicht. Vielleicht erst in der Phase. Ja, den Kristall nehmen wir nochmal mit. Erfordert schon Archäologie 160. Wir sind jetzt bei 185. Wir sollten also zusehen, dass wir hier auch ein bisschen Materialien sammeln. So dass sich das die Waage hält. Dass wir auf dem nächsten Planeten dann auch die Möglichkeit haben, Dinge zu farmen und aufzusammeln. Und uns nicht ein geringes Level in dem Beruf zu Verhängnis wird. Haben wir diese Stufe nämlich nicht erreicht, dann können wir auch keine Materialien hier fahren. Es sei denn, wir schicken halt unsere Crewmitglieder los und lassen die sammeln. Aber das kostet uns halt Credits und wenn wir uns das sparen können, dann machen wir das natürlich. Ja, hier diese Wahrsager, das sind scheinbar diese Machtanwender. Aber wir töten erstmal alles, was hier kreucht und fleucht. Zwei Java-Streitkräfte noch. Das werden die beiden hier sein. Dann haben wir die Bonusmission wieder hinter uns. Es gibt fast bei jeder Mission hier irgendwas Bonustechnisches zu tun. Also es lohnt sich immer nochmal zu gucken. 68 haben wir schon. Stufe 70 haben wir fast. Dauert also nicht mehr lang. Ja, hier die lassen wir mal so ein bisschen links liegen. Und hier hinten haben wir dann die Schamanen, die wir töten sollen. Ja, die macht tatsächlich Machtanwendungen. Den Telekinesewurf können die Jedis zum Beispiel machen. Aufhören, stopp, nicht mehr. Ja, was kämpfen nicht mehr.
Ja, warum tun wir das? Ich werde diese Rebellion beenden. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr kommt damit durch, eine Armee gegen das Imperium auszuheben? Ja, die wollen verhandeln. Wir verhandeln nicht mehr. Halte den Mund und stirb. Das Einzige, was ich von dir will, ist deine Leiche. So, das war die Schamanin oder der Schamane. Wie auch immer. Und das hier sind die letzten Verteidiger und wahrscheinlich werden wir einen von denen hier mitnehmen. Als Beweis für die Machtanwendung. Ja, den kleinen Java-Krieger hier vorne. Ja, eskortiere den Java-Krieger. Heißt, wir müssen den dann einmal nach Mos Ila bringen. Okay, hier müssen wir dann nochmal ran. Ja, was haben wir uns in Ruhe gelassen, aber der Druide nicht. Jetzt müssen sie alle dran laufen. Selber schuld, wenn ihr euren Druiden nicht unter Kontrolle habt. Mal wieder raus, komm hier aus der Höhle. So, unser Druide ist scheinbar fertig. Hat alle fünf hergestellt. Dann können wir hier nochmal den losschicken. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was. Und Wert aktualisieren wir nochmal. So, hier warten sie schon. Ah, ausgezeichnete Arbeit. Wir bringen dieses elende Wesen jetzt zu Commander Vilos. Sprecht mit ihm, wenn ihr den Ausgang wissen wollt. So, Quest ist noch nicht vorbei. Wir sollen noch zu Commander Vilos dann zurückkehren. Machen wir aber jetzt noch nicht. Hier oben wartet noch eine Quest auf uns. Da werden wir auch erstmal nochmal vorbeischauen. Macht ja Sinn, wenn man schon hier auf der Ecke ist. Ja, hier war wieder das Java-Bergungslager mit der Heldenmission. Hier haben wir noch einen Kristall, den nehmen wir noch mit. So, und hier können wir ein Gespräch führen mit dem Handelsmeister Tint. Auch ein Java. Java, ich habe hier Teile eines Droiden, den du verkauft hast. Sie müssen identifiziert werden. Es wird nicht lange dauern. Schau es dir nur kurz an. Ich werde dich nicht von der Arbeit abhalten. Wir wollen keinen Handel, dann greifen wir halt an. Du sagst mir, was ich wissen muss, oder du bist tot. Ja, dann nehmen wir uns das halt mit Gewalt. So, das war's schon. Mini sollen wir noch um die Ecke bringen. Ja.
So, da kommen auch nochmal welche. So, jetzt aber. Sprich weiter. Ich muss mehr darüber erfahren. Gute Arbeit. Das hast du gut gemacht, Java. Zahlt mir eine Entschädigung. Ihr habt mir Ärger gemacht. Ich verlange, dass ihr mir Tribut schickt, oder ich komme zurück. So, dann kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen Geld von denen, dafür, dass wir sie ziehen lassen. Ja, wie gesagt, wir sind von Grund auf böse, liebe Leute. So, lass uns mal aus der Phase raus und dann gucken wir mal. Ja, im Grunde genommen können wir die Schnellreise nochmal nutzen und dann die beiden Missionen wieder in Mos Eila abgeben. Ja, und so wie die letzte Folge auch beendet wurde, beenden wir auch diese in der Kantina. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und mit dabei seid bei der nächsten Folge. Und dann werden wir hier Mos Eila auch mal verlassen und weiter in den Kern von Tatooine vorstoßen. Ja, wie gesagt, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, liebe Leute.